Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. Ich war gerade irgendwie dabei, South Park zu sagen, aber das ist was anderes. So, ihr habt schon gesehen, was wir heute auf jeden Fall machen wollen. Wir wollen heute ein Draconic Flux Capacitor machen. Und den hier upgraden. Dafür brauchen wir Rankine Cores. Fünfzehn Stück. Das heißt, wir müssen etwas Konium aufmachen. Machen wir jetzt hier sonst Deck. 15 Stück. Das wird teuer. Aber was wir hochknüppeln wollen, wie gesagt, wir wollen Attack Damage hoch. Dass wir jetzt schon bei 160 sind. RF Capacity. Ach so, ich dachte, dass die ganzen Punkte verwendet werden. Ja gut, ne? Können wir... Das geht, ne? Genau. Dann machen wir erst einmal so. Und machen uns nochmal 30 Stück. Kann man einmal kurz zuschauen. Das sollte eigentlich nicht... Okay, es sollte was Fehler sein. Ich möchte die Attack AOE auf jeden Fall etwas hochpushen. Sehr schön. Haben wir. Attack Damage nochmal auf 400. Das sollte reichen. Das war nicht an der Rankine-Kurs. Gut, wie viel haben wir jetzt? Alter, 290 Millionen. Ach so, wir haben hier. Komm, das reicht jetzt. Ey, wir haben so ein Hammerteil jetzt. Plus 400 Attack Damage. Was zum Teufel? Das ist mehr als genug. Okay. Laden wir noch einmal auf. Da könnte uns vielleicht die Bank ein bisschen leer lutschen, aber geht eigentlich voll. Ey, das ist eigentlich krass, wenn man mal bedenkt. Ihr seht hier so eine rote Leiste, ja gut. Aber wie viel da eigentlich reinpasst? 50 Milliarden. Auf jeden Fall, es gibt noch einen kleinen Trick, den wir nochmal anwenden können. Den kann ich dir gleich mal zeigen. Alleine schon, weil ich weiß, was. Dass so zwei Pappenheimer sind, die mir auch zuschauen im LP. Wir machen heute Capacitor. Wir brauchen Red Alloy. Vier Stück. Zack. Also, so. Den haben wir. Den haben wir. Wir haben keinen Tin Gear. Ja gut, passiert. Dann machen wir uns mal gerade ein paar Tin Gears. Da lasse ich auch noch gerade ein bisschen Crystallized Redstone durchlaufen. Sehr schön. Können wir so etwas von gebrauchen? Lieber, wir machen das jetzt schon, wo wir nichts zu tun haben. Als später, wo wir es in Mengen brauchen. Einmal rein. Wie viel haben wir jetzt? 2200. Sehr schön. Und so schlau wie Onkel Doshi war, hat er natürlich vergessen, die Gears mitzunehmen, die fertig sind. Alles klar.
packen wir dann hier wieder rein. Harden Flux Capacitor. Einen Ender Diamond brauchen. Einen Ether Diamond. Zack. Gar kein Thema für uns. Das ist eines der einfacheren Rezepte. Resonant Flux Capacitor. So. Jetzt kommen wir hierzu. Wir brauchen 4 Ryvern Cores. Wyvern Flux Capacitor. Und dann der hier. Sehr schön. Der Draconic Flux Capacitor. Wir nehmen uns jetzt mal die welchen Kurs raus. Weil den können wir auch noch upgraden. Und zwar so, dass er 2,1 Billionen trägt. Ich will jetzt, können wir eigentlich hier noch gerade irgendwas ändern. So. Also wir sind jetzt ausgestattet. 94 Millionen RF. 2,1 Billionen. Alter. So viel braucht doch gar kein Schwein. Gut. Laden wir beides nochmal auf. Der wird jetzt wahrscheinlich leer gewünschen. Ja, das war zu erwarten. Einmal die Resolus Rose. Danke. Obwohl, die kann man auch hier lassen. Die platzt, sonst nehme ich mir einmal mit raus. Und dann Charge Hotbar. Sehr schön. Dann werde ich jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie man jetzt super, super easy den Guardian of Gaia abfarmen kann. Wir brauchen einen Mana Pool. Einen Spark. Haben wir noch Gaia? Da machen wir gleich den Tier 2. Terra Steel. So. Dann einmal hier. Wir brauchen die volle Attack Array. Und ich muss mir gleich mal einen Raypointer, also so ein Dingens hier, ne? Ein Teleportpunkt. Muss ich mir da hinklatschen? Danke. Ui. Ach, verdammt, jetzt habe ich. Wir brauchen den Spark nochmal. Gehen einmal hier rüber. Wir haben jetzt eine Attack Area von 27x27 und immer noch 400 Attack Damage, ne? Wenn wir jetzt einmal so machen und dann hier drauf, wir können dagegen schlagen, ne? Rufen wir mal alle 8. Die kommen. Und wir können jetzt einfach hier gegenschlagen. Und wir damagen alle. Weil. Alter, gerade gehen wir hier. Gehen wir das rumgeschubst auf die Eier. Wenn wir jetzt einmal hier die Entity schlagen, die Spark, treffen wir alle wegen dem Attack AOE. Okay, vielleicht sollte man das dann doch mit dem normalen machen. Weil das Rumkicken geht dann doch schon ein bisschen hart auf die Eier. Aber ihr seht, das ist so geil. Ja, das machen wir gleich nochmal mit dem normalen. Der Knockback ist halt echt nervig.
Einmal alles wegrasieren. Boah, jetzt liegen hier viele Items rum. Das ist ein Schlachtfest. Ich rasiere hier gerade. Ich mache gerade alles kaputt. Der Knockback geht einem auf die Eier. Das ist klar nervig. Na, kommt schon, kommt schon. Die ersten sind weg. Und nur noch der, oder? Na, da sind noch ein paar. Alter. Das war ein Schlachtfest. Den Dislocator sollten wir einmal mitnehmen. Einmal so hier rum. Und einmal alles rein, was wir haben. Ich will nicht wissen, wie viel wir jetzt gerade aufgesammelt haben. Holy shit, wie viel Loot das ist. Ist ja gut, du kriegst auch auf die Schnauze. Alter. Loot für die Welt. Ja gut, da hat es einfach mal so ein bisschen die Gegend drunter gelitten. Nehmen wir unseren Dislocator wieder ran, dass die Erfahrung auch hier schön aufgesammelt wird. Aber es ging schnell. Es ging sehr, sehr schnell. So, wenn wir es einmal gucken, Mob Souls dürfte ein bisschen explodiert sein. Alter Hund. Eine 77 Botania Pixel. Random Things, ja gut, ne? Da haben wir jetzt ein paar gesammelt. Gaia 128. Joa. Wir haben jetzt aber aus Versehen den Gaia-Pylon abgebaut. Biegen. Können wir einmal hier eine Karotte schmatzen. Und den Mana Pool und den Spark haben wir abgerissen. Da. Wir können das Ganze ja nochmal mit dem normalen machen. Machen wir nochmal 10 Stück. Aber die Bloodstones hätte ich gerne. Weil diese Bonus-Life-Rack ist dann doch relativ nice. Und wir fangen schon mal an zu klatschen. Müssen wir halt gucken, dass wir was mit der Gegend noch mit Knockback Resistance machen. Ja, so ist es nochmal 1000 Mal einfacher. Ich meine, schaut euch das an. Ich meine, wir müssen ja nicht mal wirklich. Das ist so angenehm. Das ist so angenehm. Also ich kann nur für alle empfehlen, wenn ihr Guardian of Gaia abfahren müsst, macht es so. Und naja, es wird in diesem Pack noch notwendig sein. Drücken wir es so aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir wirklich Guardian of die Gaia Spirit Ingots brauchen oder die Blöcke.
Die Gaia, die Kuras Gaia. Ich meine, wir sind jetzt wie lange am Kämpfen? Ein paar Sekunden? Vielleicht eine Minute? Oh, das war's auch schon wieder. Jetzt das sollten wir aber aufsammeln zuerst. So. Ja, das wollte ich eigentlich nicht mit rausgehen. Aber kommt auch wieder ein sehr guter Mobs, finde ich. Also es ist schon ziemlich gut, diese Methode. Muss nur mal gucken, ob ich noch was finde, wie man was machen kann gegen die Knockback Resistance. Ob man da was machen kann. Weil das ist dann am Ende doch ein bisschen nervig. So und so. Also. Gaia 208. Ja, kann man nicht klagen. Wir sollten aber jetzt noch die 30 of Fate haben. 8 Stück. Die können wir nochmal ploppen. Nix. Wir haben anscheinend schon alles. So, für die Infinity Catalyst brauchen wir Gaia Spirit Ingots. Okay, wir brauchen wirklich die Gaia Spirit Ingots. Sehr schön. Die kriegen wir halt, indem wir die Gaia Spirits mit Terrasil verbinden. Sollte jetzt offiziell kein Thema mehr sein. Ich meine, wie viel haben wir hier? Zack. 40 Stück. Das ist schon mal super. Oh, warte mal. Wir können noch mehr machen. Können wir noch 5 machen? Perfekt. Dann haben wir einmal offiziell schon mal alles gefarmt, was wir brauchen für den Wand of Animation. Also an Gaia Spirit Ingots. Kurze Erinnerung, was wir brauchen für den Wand of Animation. Wir brauchen Singularities, das ist kein Thema. Demon Seed of the 11th Magnitude, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber auch kein Thema. Soul Crystals, die haben wir schon geholt. Vibranium ist kein Thema mehr. Magical Wood Scheiß, Teleportation Kurs, Fairy Ingots, Neutronium Toughwood, mittlerweile Infinity Catalyst und Infinity Ingots. Wir brauchen genau 45 Infinity Catalyst. So, daran arbeiten wir jetzt demnächst. Das ist kein Thema. Daran arbeiten wir, haben wir. Müssen wir noch automatisieren. Habe ich schon gemacht. Muss ich noch machen. Das ist der Sache von ein paar Minuten, von ein paar Sekunden. Können wir machen. Müssen wir noch machen. Können wir machen. Haben wir. Können wir machen. Haben wir sogar auch schon. Haben wir. Ist gar kein Thema. Es fehlt mir wirklich viel. Die einzigen Sachen, die wir noch machen müssen, die Red Gems ist super easy. Infused Diamonds müssen wir mit der F-Hülse in der Welt machen. Crystallized Redstone ist kein Thema. Ludicrite könnten wir machen. Können wir sogar. Die Lava Crystal ist kein Thema. Die Spectre Ingots. Flamestring und Impelaser müssen wir nur eine kleine einen Spawner mitmachen. Weil die haben beide keinen EMC-Wert. Die Quarz-Scheiße müssen wir machen. Davon haben wir eine Menge. Das ist auch gar kein Thema. Also heißt im Klartext, wir nähern uns so unglaublich schnell den Infinity Ingots, das ist unglaublich. Ich würde sagen, in den nächsten Folgen gucken wir mal, dass wir die Singularities hinkriegen. Aber vorerst würde ich sogar auch sagen, dass ich mir eine... Wie sieht das mit den anderen Dimlets aus? 425, das geht noch mehr. Ach, der Dislocator habe ich mit rausgekickt.
Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal in der nächsten Folge, dass wir anfangen mit den, wie heißen die Teile nochmal, mit den Neutronium-Kollektoren, oder? Nee, Neutronium-Kompressor, so rum. Damit gucken wir jetzt, was wir jetzt anfangen. Und dann würde ich sagen, würde ich generell jetzt erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.